Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde Anno 1800. Gruß geht wieder mal raus an alle anonymen Anno-Holiker und für uns geht es heute weiter von Hafen zu Hafen. Die Angelegenheit mit den Depots und der Lagerkapazität muss noch weitergeführt werden, aber da sehe ich doch gerade. Herr Kapitän, Sie sind zurück von Ihrer Expedition? Na dann berichten Sie mal. Ich wusste, dass diese Crew Sie nicht hängen lässt. Und zeigen, was Sie mitgebracht haben. Ja, wieder ein bisschen Jeder was. Jeder Einzelne wird gerecht werden. Für den botanischen Garten kann ich dann auch irgendwann mal wieder in Angriff nehmen? Ich verneige nehmen? Mich vor Ihnen. Ja. Dann könnte ich dich doch gleich schon wieder losschicken hier. Keine Pause für dich. Heute nicht. Naja, da ist doch schon wieder so eine schöne archäologische Expedition. Die nehme ich mal. Kommen Sie mir nicht mit Zweifeln. Na, es gibt so viele davon. Zweifel? Wer redet hier von Zweifeln? Nichts da. Ich werde niemals seekrank. So will ich das auch hoffen. Dann 100% stimmt. Ab geht's mit dir wieder. Ja, und hier war doch noch ein Schiff, was fertiggestellt wurde. Genau, da ist der nächste Kreuzer, Schlachtkreuzer. Der sich da mal nach drüben in die alte Welt bewegen darf. Jawohl. Sammelst dich da bei deinen Kollegen und hier geht's jetzt weiter. Nein, hier geht's weiter. Da war noch ein bisschen was an Ziegelstein, was benötigt werden, was benötigt wird. Wollten wir hier noch schön ausbauen und das war's dann aber auch schon auf der Insel. Ja, mit den Depots, da hat doch nichts mehr hingepasst. Oder finde ich doch noch ein Plätzchen? Ich glaube eher nicht. Naja, dann muss das halt mal so bleiben jetzt. Lagerkapazität von 1050 immerhin. Mehr Druck im Kessel. Du bist voll? Na Moment mal, dann pack ich hier gleich mal wieder den ganzen Rest ein und nehme den zur nächsten Insel mit. Du hattest dich um die Stahlträger gekümmert. Wende Manöver! Ja, ne? Ziegel ist nicht mehr viel da, aber was soll's? Nimmst du jetzt auch noch mit und du bist noch voll. Neue Ziele? Dann mal rübergesprungen nach Hardpool. Ey, wo hol ich mir jetzt die Steinchen her? Orpheus, wo stehst du gerade rum? Ach, auch eher ungünstig. Nee, da mein Weg bräuchte ich dann auch später noch die ganzen Steinchen. Ach. Komm mal hier hoch nach Frankfurt. Ich brauche mal deine Unterstützung. Du musst mal den anderen Frachtern unter die Arme greifen. Und wie sieht's eigentlich bei dir aus, Prinzessin? Hm? Mal den letzten Inselanteil so, über den wir verhandeln Diese Stadt könnten? Zieht helle Köpfe magisch an. Ja, da schaue ich auch gleich. Aber hier gibt's noch was Wichtiges mitzunehmen. Den letzten Inselanteil und dann noch 10 Minuten. Dann vielleicht gibt sie uns dann auch die Insel. So, wie war das denn jetzt hier in Quanfords? Wer möchte denn einziehen. Oh, Thomasina, Langton, Promoter der Extraklasse. Beeinflusst Besucherhäfen, Unterhaltskosten gesenkt, mehr Besucher, Attraktivität, erhöhte Chance, dass Spezialisten ihre Insel besuchen. Na, die nehme ich mir doch mal. Hier direkt neben dem Besucherhafen. Da ist da noch Platz. Sofort aber mit reingesetzt. Und vielleicht noch was anderes? Kontore, Besucherhäfen, na hier, komm, dann setze ich die doch auch gleich noch mit rein. Haben wir das auch geklärt? Gibt's mehr Besucher für uns? Und vielleicht auch mehr schöne Spezialisten. Ja, Orpheus noch nicht angekommen, oder? Doch, gerade richtig. Dann hau mal alles rein hier. Und begib dich sofort nach Hardpool, da werden die Steinchen benötigt. Mehr Druck im Kessel. Na, dich muss ich mal wieder ein bisschen abseits platzieren hier. Na. Brichst du einfach ab, was soll denn das jetzt wieder? Ball drehen! Ja komm, den kleinen Haufen da kannst du auch noch rüberladen und du darfst dich auch noch entleeren. Wendemanöver! Naja, wie sieht's jetzt hier aus? 1, 2, 3, 4, was? Ach so, da oben ging es weiter. 5, 6. Ja, na dann. Setzen kann ich das ja schon mal. 7, 8, 9. 10, 11,
12, mögen 13, wir eines Tages an diese Küste zurückkehren. 15 sollte genügen, oder? Ja, du bist jetzt still. Und dann brauche ich die Steinchen. Ja, aber da kann ich ja in der Zwischenzeit eigentlich auch hier unten schon mal weitermachen, oder? Depots kann ich ja schon errichten. Lagerkapazität ist bei 550. Das geht auch noch besser. Na dann aber sofort. Ja, Moment. Geht da vielleicht nicht noch ein bisschen was in die linke Richtung? Scheinbar nicht. Naja. Da ist ja oben aber noch ein bisschen Platz, wo was hinpassen würde. Naja, schaut mal. Och, kommt. Echt jetzt? Geht's halt doch nicht so. Naja, mache ich hier noch ein bisschen dicht. Warum nicht? Darf ich denn hier schon weitermachen? Nein. Schiff unter Beschuss. Noch nicht angekommen? Ja, wo bist du denn gerade? Naja, hat sich doch gleich erledigt, die Sache hier. Beidrehen. Was haben wir hier noch? Ja, mit der Übernahme beginne ich gleich. Jeden Moment, jeden Moment. Und das kann doch auch wieder weg hier. Genauso wie diese Meldung, wo die eine wieder spielen will. Schiff unter Beschuss. Ja, 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 genau das meinte ich. Und jetzt mal rüber die Steinchen. Gehe ich nochmal tauchen mit dir oder gehe ich nicht nochmal tauchen? Ach komm. Wir stellen dich mal da irgendwo hin. Und bauen erstmal hier schön aus. Zack, zack, zack. Den Kontur natürlich auch noch wieder auf die höchste Stufe. Und 1250. Nee, ja, das reicht mir doch. Soll genügen. Ab nach Brothausen. Und da eigentlich nur noch die Stallträgerfenster. Das dürfte es dann gewesen sein. Kisten unter Deck. Ja, packe ich mal ein, was noch da ist. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Der Trompetenfisch nimmt sich den Rest. Ach, obwohl. Das kann der hier nehmen. Steht bereit. Das war's. Ja, das war's dann. Dann mal alle runter mit euch. Laufen Koordinaten an. 900, naja, wenn ich jetzt noch ausbaue, dürfte das eigentlich über die 1000er Marke wieder sich bewegen, das Ganze. Gut, gut, gut. Kurz abwarten. Wie sieht's jetzt bei dir aus? Och, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ein bisschen muss ich mich noch gedulden. Und der letzte Kreuzer, der da in der Warteschlange liegt? Ui, kann gar nicht gebaut werden. Ja, dann hat das Ganze ja gar keinen Sinn. Nee, dann kann ich dich auch abbrechen. Komm, dann bauen wir noch in der Zeit ein paar Frachter. Die kann man immer mal gebrauchen. Ja, und genau das hatte ich doch im Sinn. Was gibt's da Schönes? Bewegungsgeschwindigkeit um 25% erhöht. Das nehme ich aber sofort mit. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ja, aber das kann ich doch gebrauchen. Schön für die Schiffchen. Schön für die Handelsrouten. Und gut für die Versorgung. Genau. Kisten unter Deck. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wer ist denn das jetzt? Da muss ich gleich mal schauen. Ich habe ja auch noch welche bei The Archibald Blake stehen. Da wollte ich ja auch noch ein paar Propellerchen kaufen. Ah. Abdrehen beginnen. Machen wir erst das hier fertig. So, schön ausgebaut. Da, da, da. Lagerkapazität 1150. Reicht doch so. Hm? Neue Ziele? Dann können wir euch ja schon mal voll machen wieder mit Brettern und Steinen. Ihr nehmt den Rest nochmal mit und wir schauen mal, wie weit das Ganze noch reicht hier. Gibt da noch ein paar Inseln, die da vor uns liegen? Ja. Aber was muss, das muss. Ja, komm, du nimmst das und das. Ball drehen!
Und hier haben wir noch die Korallkette, die sich am Stahlbeton bedienen darf. Naja, dann jetzt aber sofort mit euch nach Bierborg hier rüber. Oh, da kann ich ja auch bestimmt schon hier ausbauen, oder? Nee, aber nicht bis zur höchsten Stufe. Na gut, na gut, na gut. Dann muss das halt noch ein bisschen warten. Ah ja, hier wollte ich ja gucken. Schlachtkreuzer bereit! Ah, stimmt. Dich hatte ich ja hier hingeschickt. Und da kann hier unten doch mal aufgeräumt werden noch. Der pyrophorische Monitor steht doch hier auch noch irgendwo rum. Da hab ich dich hingestellt. Schlachtkreuzer auf dem Weg! Da fährst du jetzt auch hin, genau. Und was liegt denn da im Wasser? Wer hat denn da wieder seinen Müll entsorgt? Steuermann! Das geht so aber nicht. Meine Familie hält sie in höchsten Ehren. Ja, freut mich. Achtung, Admiral anwesend. Na, wenn ich den erwische hier, der da einfach seine Stangenkugel ins Wasser geworfen hat. Was macht er denn überhaupt? Kettenschüsse. Das Schiff verschießt spezielle Kettenprojektile, die den Feind deutlich verlangsamen. Naja. Brauche ich jetzt eher nicht so, aber nun gut. Ach, hätte ich eigentlich auch gleich mal schauen können. Wegen den Propellern, aber na gut, dann nicht. Ihr dürftet ja auch angekommen sein. Naja, fast. Ihre Geister werden dir folgen. Da setze ich hier noch irgendwo ein paar Depots mit hin. Oh, Moment mal, jetzt habe ich... wieder die Anlegestellen vergessen, ich Depp. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ach, natürlich. Wo? Wer? Du, was? Meine Paprikaform? Der schöne Paprika. Und keine Feuerwehr, ne? Ja, super, 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 super. Naja. Das ist schlecht. Muss ich gleich auch noch irgendwie regeln, das Ganze. Mehr Druck im Kessel. Man kommt nicht zur Ruhe hier. Immer wieder was Neues. Zum Horizont. Ja, komm, hau raus. Hättest du in der Zeit auch schon mal erledigen können. Du genauso. Abdrehen beginnen. Und reicht's denn wenigstens für das, was ich machen will? Naja, hier noch ein... Doch. Passt das auch wieder nicht so. Und da auch kein zweites dran. 800? Und keine Stahlträger. Wir müssen nochmal in geschlossener Formation zurück nach Quamports. Und uns die Ladekammer wieder voll machen. So wird das Ganze nichts hier. Nehme ich da vielleicht mal die Orpheus, um das Problem da unten mit den Paprikaformen zu erledigen? Ich glaube schon. Komm, dann gehen wir hier nochmal schnell tauchen. Und wir dürften eigentlich nur Bretter und Ziegel brauchen dafür. Ja, dann mache ich das auch. Spring da nochmal schnell rein, dann geht's darüber. Wir holen das Material und kümmern uns um das Problem da unten. So, nebenbei mal. Sind unterwegs. Einmal sollst du da hin. Ihr braucht noch einen kleinen Moment. Och, obwohl, ich müsste eigentlich auch hier noch ein paar Schiffe platzieren, weil dann wieder die ganzen Waren ins Wasser geworfen werden. Naja, das ist mir jetzt eigentlich Wurst. Tja, Prinzessin. Ich muss dich da leider mal aus diesem Kartenabschnitt verdrängen. War schön mit dir die Zeit, aber irgendwann neigt sich alles dem Ende. Deine Zeit hier ist gekommen. Tschüss, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Die Insel eines Konkurrenten wurde eingenommen. Ja, so würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Ich flehe Sie an. Ersparen Sie dem Kaiserhaus diesen... Ja, ich weiß. Pass auf, wo du hintrittst. Ich weiß. Da muss ich das jetzt... Das gehört sich nicht. Dein ganzes... Oh, Willi. Da muss ich jetzt mal wieder ins Diplomatie-Menü schauen. Oh.
Da habe ich auch lange nichts mehr gemacht hier. Es hängt wie ein Mühlstein um meinen Hals. Das würde ich nicht so machen. Oh, ist es üblich, ein Gegengeschenk zu... Komm, geht hier wieder was? Unmöglich, nicht Angriffspakt, erhöht. Naja, wir versuchen es mal. Folgen wir lieber einem anderen Pfad. Ach ja, 5000, komm hier. In die Kaffeekasse. Sie ehren meine Familie. Die Flammen wurden gelöscht. Und wie sieht's bei dir aus? Da könnte ich eigentlich auch mal wieder drüber. Mit Einschmeicheln und Geschenk anbieten. Alle Einnahmen fließen direkt. Ja. Gibt's ja auch noch was ich machen könnte. Nicht Angriffspakt. Ideal für die Jorgensen. Ja, wieso haben wir denn keinen Bente mehr? Bente ist alles, was ich nicht bin. Und doch kann ich sie nicht hassen. Das ist dein Problem. Damit musst du klarkommen, nicht ich. Pier Garden wurde erobert. Ja, also hier, die ganzen Schiffe, weg damit. Die kannst du mal schön in die alte Welt packen. Da, wo sie mich nicht mehr stören. Neue Befehle? Na dann, weiter mit diesem Problem hier. Da solltest du euch noch ein bisschen Material geben. Sofort. Feuer war auch gelöscht, ich weiß, hab ich mitbekommen. Stimmt. Die Stahlträger muss ich mir ja dann andersweitig besorgen. Eieieiei. Na, wie mache ich das jetzt wieder? Flotte erwartet Befehle. Dann dürft ihr schon mal hier nach Bierburg wieder. Wer war der Kollege jetzt mit den Stahlträgern? Der Trompetenfisch. Na, dann gehst du mal runter zum Weinweg. Ach, da stimmt das doch schon wieder mit den Arbeitskräften nicht wirklich so überein. Naja, da kann ich mir wieder was mitnehmen. Gut. Und Orpheus, da wollte ich doch auch noch was machen. Hier. Zweimal. Jede Ware dürfte genügen. Bretter und Stein, meine ich. Und ja, da ist doch gar nichts passiert. Abdrehen beginnen. Alles steht noch. Oder sehe ich da was falsch? Nö. Alles noch so, wie es sein soll. Na gut, kommt trotzdem da unten gleich eine Feuerwehr mit hin. Was man hat, hat man. Schiff vom Stapel gelaufen. Ja, dann komm gleich mal hier rüber nach Pier Garden. Vielleicht kann ich ja da noch ein bisschen was retten, was da im Wasser liegt. Und was hab ich hier noch Schönes bekommen? Gut. Auch wieder ein bisschen was. Was ich dann rüber schaffen darf. Gut. Tja, kümmere ich mich dann jetzt nochmal kurz um die Propeller? Oder kümmere ich mich nicht drum? Dauert ja noch ein bisschen, bis die Kollegen hier angekommen sind. Ach komm. Dann gehen wir nochmal schnell in die alte Welt. Und besuchen der unseren guten Freund. Der Pakt wurde beendet. So, Archibald Willi. Was hat dich denn jetzt, warum, wieso? Schau, war gar nicht so schwer. Ja, warum hast du ihn dann erst aufgekündigt? Manchmal fragt man sich, naja. Oh, sagen Sie nicht, dass mit ich... Mit dem größten Vergnügen. Dann darf ich doch hier bestimmt nochmal den ein oder anderen schönen Propeller mitnehmen. Nee, nicht die blauen. Die epischen will ich wieder haben. Meine Vorlieben kennst du doch mittlerweile, mein Junge. Na, aber bedienen will er sie immer noch nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Laub fällt von den Bäumen herab. Ach was, sag bloß. Naja. Niemand steigt einem Wibblezock auf die Zehen. Zumindest kürzlich. Ach, Willi. Immer diese Allianzen. Nix. Das war kein schlechter Scherz, oder? Doch. Wenn du das so auffasst. Ei! Ich wollte doch hier nur ein bisschen einteilige was. Einteilige Unterwäsche? Herrje, mein Magen krampft wieder. Da ist doch der Erste. Sie sind beständig. Das ist der Schlüssel. Und da haben wir auch schon den Zweiten. Lass gut sein, wir sind schon tot.
wieder Waffenstillstand. Nee. Kieljauche. Ah, oh, endlich kann ich mal diese Winde freisetzen. Ja, ja. Tu dir keinen Zwang an. Ich nehm's dir nicht übel. Was raus muss, muss raus. Komm den letzten noch jetzt. Bitte, bitte, bitte. Ich will mich nicht wieder so lange mit dir beschäftigen. Da! Nehm ich. Ja, dann kann ich wenigstens die gute Walross wieder zurückschicken. Erwartet Anweisungen. Einmal mit dir nach Dolovny, genau. Jo, geflügelter Affe, wieso stehst du hier? Schlachtkreuzer, was? Da hab ich wohl dich mit der Bärlichingen verwechselt. Das geht aber auch nicht. Na, dann kommen wir hier noch und einmal. Alle stehen bereit. Hin mit dir, ja, Kapitän. Du kommst gleich dran mit deiner Expedition. Einen Moment noch Geduld. Da kann ich doch mal hier. Na, was hast du eigentlich von der Reichweite? Steht das da irgendwo? Nö. Ja. Voller Kraft. Schick ich die HMS Solitär mal weg hier. Schön nochmal vorher alles ausgetauscht. Kurs setzen. Und dann kann die doch eigentlich verkauft werden auch. Wieder. Oder? Nee, verliere ich da vielleicht meinen Status mit den 25% erhöhter Bewegungsgeschwindigkeit? Ich behalte dich nochmal. Komm, stell dich mal hier nach Olching. Bis noch ein paar mehr Schiffchen gebastelt wurden. Ah, was haben wir jetzt noch? Das kann weg, das kann weg. Weg mit dir. Expedition kommt gleich dran. Oh, und wieder nicht weit gekommen mit dem ganzen Depots und der Lagerkapazität. Mensch. Neue Befehle? Hier brauchte ich noch ein paar Stahlträger. Die kommen jetzt aber auf jeden Fall noch da hoch. Die werden jetzt noch geliefert. Hier in Bierburg wird jetzt noch ausgebaut, bevor ich dann wieder zur Expedition wechsle. Oh. Da müssen aber noch so ein, zwei Lagerhäuser, Depots, errichtet werden. Da ist doch bestimmt hier unten auch noch Platz, oder? Ja. Jeder Einzelne wird gerecht. Hier werden. Am Rand, da kann ich nur so zwei mit hinklatschen. Passt schon. Na dann, fehlt jetzt nur noch der Kollege mit den Stahlträgern. Kran anhalten! Wo bist du gerade? Ja, dauert nicht lange. Gut, gut, gut. Stimmt. Steht bereit. Ach, jetzt habe ich ja hier ganz die ganzen Waren einfach. Wende, meine einfach fort. Naja. So was Tolles kann es nicht gewesen sein. Zum Horizont. Bring ich den Kram jetzt halt hier noch hoch. Na, wo ist er denn? Der Trompetenfisch 3? Ah! Wendemanöver! Danach hab ich doch gewartet. Sind unterwegs! Jo, dann darf ich hier jetzt einmal ausbauen und damit bin ich bei 1115. Stimmt das also auch? Ach, na komm, dann nehmen wir hier noch das ganze Material wieder mit, schicken euch schon mal zum nächsten Zielort. Können wir dann beim nächsten Mal dort gleich weitermachen. Oh, Bretter habe ich noch. Gar nicht abgeladen. Oh, nehme ich die zweimal mit. Kran anhalten. Naja, was soll's. Ziegelsteine noch. Das, oh nee, das geht dann doch nicht. Einer muss... Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ja, ja, ja. Einer muss sich noch um die Stahlträger kümmern hier. Sonst wird's nichts. Na. Lässt du mich wohl. Dürfte reichen. Und dann geht es jetzt nach... Weinweg sollte stimmen. Dann nach Hottenfort. Flotte legt ab. Oh ja, da ist ja auch noch ein bisschen was im Lager. Gut, gut, gut.
jetzt habe ich wieder die Anlegestellen hier nicht gebaut, oder? Halt! Also, ich frage mich manchmal echt, wo ich meinen Kopf gelassen habe. Leute, das geht doch so nicht. Na, mindestens noch da eine dran. Und das geht doch da auch noch hin, ne? Was brauche ich da jetzt noch? Neue Befehle? Ja, wenigstens nur die Stahlträger, die ich nochmal schnell umladen muss. Ah, reicht, reicht. Zack, zack, so, jetzt aber. Na, wenigstens habe ich es noch gemerkt. Flotte bereit. Jetzt dürft ihr weiter. Nun geht's nach Horton fort. Für euch. Und dann jetzt nochmal zur Expedition. Ei, ei. Ja, komm, dann schicke ich dich auch gleich noch rüber. Zack, weg mit der Meldung. Und dann wären wir für heute auch schon wieder so weit durch. Nehmen wir jetzt die Expedition nochmal mit und schauen, was uns da erwartet. Der Vulkan. Erdstöße, Ascheregen, Lichtschein in der Nacht. Ein Vulkanausbruch. Die Insel war zu üppig und reichhaltig, um harmlos zu sein. Die für den fruchtbaren Boden verantwortliche Lava quillt aus dem Krater des erwachenden Vulkans und strömt auf den Dschungel zu, wo eine Gruppe ihrer Männer für die Nacht ihr Lager aufgeschlagen hat. Trotz der Dunkelheit zum Schiff zurückkehren. Seien Sie unser Leitstern. Das Schiff ist schnell gefunden. Der feurige Schein des Vulkans erleuchtet den Dschungel und eine Handvoll erfahrener Entdecker führt den Rest der Seeleute durch die Schatten und zwischen fliehenden Tieren hindurch zurück zum Schiff. Es lichtet den Anker vor der Kulisse der in Flammen gehüllten Insel, einem ebenso schrecklichen wie überwältigenden Anblick. Ja, schönes Spektakel zum Schluss. Aber das soll es dann für heute auch schon wieder gewesen sein. Ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Hat es euch gefallen, dann Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.